Hallo, ich bin parteilos. Ich sage und schreibe meine Meinung, die nicht immer richtig sein muss. Ich berufe mich auf den Artikel 5 im Grundgesetz. Meinungsfreiheit, solange es ihn noch gibt. Denn die SPD will ihn wohl abschaffen, da sie Sarrazin wegen seiner freien Meinung, die nicht immer die Meinung der anderen ist, auch abschaffen will. Also ausschließen. Mein Thema heute ist Verteidigungsminister Gutenberg, CSU, CDU. Schon der Verteidigungsminister Struck, SPD, sprach von Krieg. Denn er sagte, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Man verteidigt sich, wenn man angegriffen wird. Das nennt man dann Verteidigungskrieg. Wurde Deutschland von Afghanistan angegriffen? Das ist hier die Frage. Meine Antwort ist nein. Also stimmt es, dass Deutschland angegriffen hat. Und damit ist wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgegangen. Auch der Verteidigungsminister Gutenbergs CSU, CDU sagte, Deutschland befindet sich im Krieg, obwohl Deutschland nicht angegriffen wurde. Deshalb baut bzw. reformiert der Verteidigungsminister Gutenberg, CSU, CDU, die Bundeswehr um auf Berufssoldaten. Denn bei Berufssoldaten ist die Bevölkerung nicht so traurig, wenn diese getötet werden. Der Verteidigungsminister bzw. die Bundesregierung schickt dann nur noch Berufssoldaten in den Krieg bzw. in Kriege. Wo immer sich Deutschland auch einmischt. So, nun aber zu dem derzeitigen Thema Verteidigungsminister Gutenberg, CSU, CDU. Es ist fürchterlich, so eine Person im Bundestag als Minister bzw. in der Regierung zu haben. Muss Deutschland sich für den Verteidigungsminister Gutenberg, CSU, CDU schämen? Oder muss ich mich für die Deutschen oder als Deutscher schämen? Denn wer so lügt und betrügt, versucht mit abstrusen Ausflüchten sich zu entschuldigen bzw. reinzuwaschen, dass man denken muss, hier versucht ein sogenannter in Anführungsstrichen Hilfsschüler noch alles gut und richtig zu reden, obwohl schon alles bewiesen ist, ist es nicht wert, so ein Amt inne zu haben. Fakt ist doch, er hat fürchterlich gelogen und betrogen, nach Strich und Faden, nicht nur bei der Doktorarbeit, auch das deutsche Volk. Daher ist es mir, Achtung, verständlich, dass noch circa 80% der befragten Wahlberechtigten für diese Person, für all das noch Verständnis haben und ihn weiterhin im Amt sehen wollen. Denn der Deutsche ist grundsätzlich obrigkeitshörig. Alles, was von oben kommt, ist richtig und wird gemacht, ohne darüber nachzudenken. Da ja der Deutsche seine eigene Meinung nicht vertreten kann oder keine hat, er ist einfach nicht dazu in der Lage. Ich kann nur sagen, armes Deutschland, wenn es von solchen Personen vertreten wird. Armes Volk, das von solchen Personen vertreten werden will. Wenn also die Bundeskanzlerin und Gefolge CSU, CDU ihn im Amt halten will, dann müsste das Volk sagen, die Regierung müsste zurücktreten. Also weiter, es ist für mich unverständlich, wie man für so eine abgeschriebene Arbeit circa 25% einen Doktortitel erhalten kann. Was ist da in Bayreuth geschehen? Was haben sich die Professoren dabei gedacht? Dass es nicht auffällt. Daher fordere ich, dass die gesamten Doktorarbeiten, die diese Professoren geprüft haben, nochmals von anderen Professoren überprüft werden. Denn wer so schlampig gearbeitet hat, der wird auch bei anderen Arbeiten nicht besser geprüft haben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wo bleiben die Anzeigen wegen Verletzung der Urheberrechte gegen den Verteidigungsminister Gutenberg, CSU, CDU,
Verletzung der Urheberrechte werden mit hohen Geldstrafen und bis zu ca. 18 Monate Haft bestraft. Beispiel: Wer sich illegal ein Lied aus dem Internet runterlädt, ohne zu bezahlen wollen, bekommt eine Geldstrafe von mindestens 2.500 Euro aufgebrummt, was schon sehr viel geschehen ist. Auch irrtümliches und nicht bewusstes Runterladen ist strafbar. Hier mussten Eltern für ihre Kinder diese hohen Strafen zahlen. Haben also die Bestohlenen kein Rückgrat, weil sie diesen Herrn nicht verklagen wollen? Oder beißt eine Krähe der anderen kein Auge aus? Diese Klagen könnten in die Millionen gehen. Dieses ist meine derzeitige Meinung, die nicht immer richtig sein muss. Sie können mich eventuell mit einer anderen Meinung überzeugen. Aber äußern Sie Ihre Meinung in Bild, Ton und Schrift. Bis bald, Ihr Parteiloser.